biblischer Umgang mit Geld. Sagt man da Amen oder was sagt man da? Wir freuen uns. Schön, dass du hier bist in Präsenz. Schön, dass du online eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Und wir laden dich ein hier aus dem Missionswerk, dass du dein Herz öffnest, nicht für mich, sondern für das Wort Gottes. Wir werden jetzt ganz viel Wort Gottes hören und von dem, was auch Jesus sagt zum biblischen Umgang mit Geld. Und ich lade dich ein, dass du mit offenem Herzen hier aufmachst. Es geht hier nicht um irgendeine Verkaufsgeschichte, es geht hier um das Wort Gottes. Und das ist das A und das O. Ja, ich will mal direkt einsteigen mit einer dramatischen Geschichte, wie ich dieses Thema erlebt habe. Ich bin jetzt seit diesem Jahr, seit 20 Jahren im Steuerrecht. Davon bin ich 10 Jahre Steuerberater. Und ich habe so ziemlich alles gesehen, von hoch zu tief zu hoch zu tief. Leute, die alle Existenz verloren haben. Leute, die alles gewonnen haben. Leute, die alles verloren haben. Leute, die sich umgebracht haben wegen Geld. Leute, die alles bekommen haben, alles verloren haben. Also es ist extrem, was da zu sehen ist. Und eine Geschichte möchte ich euch erzählen. Ich war Student und mein ehemaliger Chef ruft mich ins Büro. Ich weiß noch so gut wie nichts über Steuerrecht. Und er ruft mich in sein Büro und sagt mir, Hexer, Sie kriegen jetzt einen eigenen Fall. Und ich, cool, einen eigenen Fall. Ich muss mich dann darum kümmern, um einen eigenen Fall. Und genau, und er erzählt mir den ganzen Tag, haben wir geredet, dass ich alle Informationen habe. Und ich kriege diesen Fall mit und er erzählt mir so von seinem Freund, der gestorben ist. Und der war Multimillionär, hat alles weitergegeben an seine Ehefrau und seine drei Kinder. Die Ehe lief ziemlich gut, die Familie war ziemlich gut, aber als er gestorben ist, kam Geldgier hoch in die Familie. Es kam Habgier hoch, es kam Geldliebe hoch. Und aus dieser guten Familie wurde in einem dramatischen Moment, wo er gestorben ist, eine entzweite Familie, weil plötzlich das Kind Nummer 1 gesagt hat, nee, ich habe den Papa aber mehr gepflegt wie du, Kind Nummer 2. Und Kind Nummer 3 sagt, nein, mir steht eigentlich viel mehr zu. Und die Mutter hat versucht, alle zusammenzuhalten, hat es nicht geschafft und die haben nur noch mit Anwälten miteinander geredet. Wir saßen im Steuerbüro zusammen, um eine Unterschrift zu bekommen für die Steuererklärung, waren alle Anwälte zusammen. Es war also krass teuer, eine Unterschrift zu bekommen, nur einen Stundensatz von diesen ganzen Leuten. Die haben so viel Geld in den Sand gesetzt, nur weil sie Habgier hatten, ich will mehr und mehr und mehr haben. Letztendlich ging das ganze Ding fast 15 Jahre ungeteilt. Es war ein Haufen Geld da reingesteckt und das Schlimmste überhaupt war, dass eine Familie zerstört wurde, wo die Oma ihre Enkel nicht mehr sehen durfte. Alles wegen dem Gedanken des Habgiers. Als ich das verstanden habe, habe ich kapiert, ich werde nie in meinem Leben irgendeinen Rechtsstreit bei Erbstreitigkeiten zustande bringen. Lieber gebe ich alles weg. Der Friede ist kostbarer wie das Geld, was man bekommt. Und vor vielen Jahren hat Gott zu mir gesagt, Daniel, lehre mein Volk, dass sie nicht in Mammon verfallen. Lehre mein Volk, dass sie nicht Geldliebe hinterherlaufen. Daniel, lehre mein Volk darüber, dass sie einen guten biblischen Umgang, einen guten treuen Umgang mit Geld haben werden, dass sie eine treue Verwalterschaft üben. Und das hat Gott vor vielen Jahren zu mir gesagt und dann habe ich mir das Thema angeschaut und gedacht, boah, ist das groß. Puh, keine Lust. Und dann sagt Gott doch nichts, mach's wieder. Und ich bin jetzt 8 Jahre schwanger gelaufen mit dem Ding und heute kommt die Geburt. Ihr seid also, genau, ihr kommt also zur Geburtsstunde hier rein. Herzlich willkommen, ja, zur Geburtsstunde. So, schaut mal bitte rein, was wir machen werden. Oder vielleicht erstmal die Zeiten vielleicht. Genau, hier sind die Zeiten für heute, könnt ihr mal reingucken, bis 21 Uhr ist geplant Teil 1. Morgen Vormittag haben wir dann 2 Teile mit einer Kaffeepause dazwischen und abends dann den Teil 4 und am Sonntag haben wir dann den letzten Teil, Teil 5. Wir werden also an einem Wochenende 5 Teile haben und ich werde immer wieder Geschichten erzählen, immer wieder Beispiele erzählen, so wie jetzt gerade eben auch, damit es nicht eine Theorie wird, sondern eben guter Inhalt. Ihr habt ein Handout bekommen. Noch einmal als Erinnerung für euch, die ihr zu Hause zuschaut, ihr könnt sie gerne auf der Homepage einfach runterladen, dieses Handout und mitgehen da drin. Im Handout bei euch ist ein Inhaltsverzeichnis drin, das werden wir gleich anschauen, zumindest die Überschriften. Es sind 2 Übersichten drin, die sind auch ganz gut und das Wichtigste ist hinten dieser Anhang, den ihr, wie ihr schon gehört habt, benutzen könnt für eure täglichen Sachen, damit es nicht eine Theorie bleibt, sondern
in die Praxis kommen. Was werden wir machen? Um was wird es gehen, diese Einheit? Ihr könnt nach vorne schauen, da ist es ein bisschen kompakter. Wir werden im Kapitel 1 darüber schauen, was ist überhaupt Geld und ist es ein Segen oder ist es ein Fluch? Manche sagen, es ist ein Fluch, manche sagen, es ist ein Segen. Manche sagen irgendwas dazwischen, ist es neutral. Wir wollen mal reingucken, was sagt die Bibel überhaupt darüber. Dann ist die Frage, Kapitel 2, was ist guter Umgang mit Geld? Was bedeutet guter Umgang mit Geld? Und Punkt Nummer 3, das ist eine Sonderform von Punkt Nummer 2, nämlich die sogenannte treue Verwalterschaft. Die treue Verwalterschaft. Es gibt eine Bibelstelle, da steht drin, von einem Verwalter, von einem Verwalter achtet Gott darauf, dass er treu ist. Und diese treue Verwalterschaft, auf die wollen wir hineingehen. Wir werden schauen, was hat unser Geld eigentlich mit unserem Leben zu tun? Hat es überhaupt irgendwas mit unserem Leben zu tun? Warum muss man eigentlich in der Freikirche, in der Gemeinde, in der Kirche überhaupt über Geld reden? Wozu braucht man das überhaupt? Das hat viel miteinander zu tun, wir werden es auch hören. Punkt Nummer 4 oder Kapitel 4, da geht es um den schlechten Umgang mit Geld. Also wenn wir über den biblischen Umgang mit Geld sprechen, müssen wir wissen, was ist guter und was ist eben schlechter Umgang. Und dann, da warten schon viele drauf. Punkt Nummer 5, der Zehnte. Halleluja. Das wird gut. Genau. Ich werde so lange gebohrt auf diesen Punkt. So lange gebohrt. Ich hoffe, ich habe alle Punkte gefunden. Ich denke nicht, weil das Wort Gottes ist unergründlich. Ja? Aber was ich gefunden habe, will ich euch geben. Der Frank Baumann, einer unserer Ältesten in unserem Haus, hat gesagt, er hat ab und zu so Hauskreisteilnehmer und bringt sie zusammen. Und dann hat er irgendwie so Fragen und Antworten manchmal gebracht. Und sagte, ja, kommt, was wollt ihr wissen? Habt ihr Fragen? Egal was, alle Fragen könnt ihr stellen über alle Themen. Und sagte, alles was kommt immer, muss ich meinen Zehnten geben? Ja, so die Standardfrage, muss ich meinen Zehnten geben? Kommt dauernd hoch. Diese Frage werden wir an diesem Wochenende beantworten. Musst du deinen Zehnten geben, ja oder nein? Das werden wir im Kapitel 5 bearbeiten. Dann werden wir auf das Thema Opfergaben eingehen. Was ist der Unterschied zwischen Zehnten und Opfer? Was sind Opfer überhaupt? Wenn du in die Gemeinde kommst und wir sagen, wir sammeln jetzt das Opfer ein, was ist das überhaupt? Ja? Manche haben echt ein Problem mit diesem Opferding. Und wir wollen reinschauen, was ist das Alte Testament, was sagt es im Neuen Testament? Brauchen wir das heute überhaupt noch im Neuen Testament? Kapitel 7 ist dann die Frage, Geben im Neuen Bund. Das Geben im Alten Bund und das Geben im Neuen Bund ist dramatisch anders. Es hat sehr wenig mit deinem Geld zu tun. Das Geben im Neuen Bund hat eine ganz andere, ganz, ganz, ganz andere Grundlage. Das bedeutet, wenn du immer gibst nach dem alttestamentlichen Verständnis, wirst du auch alttestamentliche Ergebnisse bekommen. Wenn du im Neuen Bund leben willst, nachdem wir schon seit 2000 Jahren drin leben, zur Information, dann wollen wir auch durch das Blut Jesu Christi, was er vorbereitet hat, im Neuen Bund, so geben und so auch die Ergebnisse da drin haben. Punkt Nummer 8, also Kapitel 8, wir werden auf wahren Reichtum eingeben. Was ist wahrer Reichtum? Ist die Fülle an Geld wahrer Reichtum oder nicht? Wir wollen da hineinkommen. Was sagt die Bibel über wahren Reichtum? Und dann ein ganz, ganz großes Thema, über das habe ich gerade eben ein Beispiel erzählt aus dem Steuerbüro. Geldgier, Geiz und Mammon. Jesus sagt, entweder ihr dient Gott oder dem Mammon. Das sind wie zwei Götter. Ja? Gott oder dem Mammon. Man kann nicht beiden dienen, geht nicht. Ja? Und dahinter steckt, hinter Mammon, steckt dieser Gedanke Geldgier und Geiz. Wir werden eine Checkliste zusammen machen mit der Frage, bist du geizig? Bist du geldgierig oder dienst du dem Mammon? Genau, die gibt es dann auch. Genau, dann gibt es immer große Fragen, immer mit der Frage, darf ich Schulden machen, darf ich was verleihen, darf ich Zinsen auf mein Darlehen draufgeben und so weiter. Dieses kleine Kapitel wollen wir auch abarbeiten. Und dann werden wir am Sonntag beim Kapitel 8 landen, praktische Tipps im Umgang mit Geld. Diese praktischen Tipps habt ihr bei euch im Handout als Tabelle drin. Als Tabelle, die sogenannte 60-Punkte-Liste, wenn ihr mal reinguckt, bei euch auf der Seite 6 und 7. Die werden wir am Sonntag dann zusammen machen. Das ist eine Zusammenfassung von den ganzen stundenlangen, was wir jetzt haben zusammen. Also die ganze Stunden, die wir hier zusammen verbringen, ist diese 60-Punkte-Liste die große Zusammenfassung. Oben seht ihr auf der Seite 241 im Buch, findet ihr die Sache. Damit werden wir enden am Sonntag. Damit ihr praktische Tipps habt, wie man weise oder unweise mit dem Geld umgeht. Genau, und da möchte ich euch ermutigen,
dass wir gut und weise damit umgehen, also praktische Tipps, wie man mit Geld gut umgeht, kommt dann eben am Sonntag. Damit werden wir dann auch enden. Punkt Nummer 12, falls wir noch Zeit haben, aber das Allerwichtigste überhaupt, es geht beim Thema Geld nicht um Geld. Es geht beim biblischen Umgang mit Geld, geht es um eine Beziehung zu dem Geber, der alle Gaben uns gegeben hat, und das ist Jesus Christus. Und es geht darum, dass das, was Gott dir gegeben hat, ob es 1 Euro ist oder 1 Million, damit du darin gut und treu umgehst in deinem Leben. Das ist der Schlüssel. Und es geht bei dieser Frage der treuen Verwalterschaft oder beim biblischen Umgang mit Geld immer darum, dass du deine Beziehung, dein Herz immer in der Beziehung zu Jesus behältst. Nicht, dass dein Herz an Mammon hängt. Das ist der Gedanke dahinter. Und Jesus Christus ist die Erfüllung unseres Lebens. Hier könnt ihr jetzt Amen sagen. Genau, wunderbar. Dann habe ich dir ein Bekenntnis reingegeben in das Handout, wenn ihr mal reinschaut. Wahrscheinlich werden wir keine Zeit mehr haben, das alles anzuschauen. Seite 8 bis Seite 10. Dieses Bekenntnis ist ein Glaubensbekenntnis, damit du das in deinem täglichen Kampf im Glauben aussprechen kannst. Ist hier abgedruckt für euch, könnt ihr also gebrauchen. Ein Glaubensbekenntnis in diesem Bereich. So, lasst uns mal hineinkommen oder starten in dem Thema biblischer Umgang mit Geld. Ich habe euch gerade eben ein Beispiel erzählt mit einer Familie, die entzweit wurde, nur weil einer habgieriger war und sagt, ich will aber mehr haben. Und es kann doch nicht sein, dass du, liebe Schwester, mehr kriegst wie ich. Und dahinter kam ein Gedanke der Habgier rein. Und ganz oft ist das Thema Geld ein Grund für zerrüttete Beziehungen, wie zum Beispiel bei Erbstreitigkeiten. Ganz, 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 ganz oft sehe ich das im Steuerrecht. Sobald es losgeht mit Geld, dann fallen alle Masken und dann geht es los mit emotionalen Dingen, wo vor vielen Jahren hochholt. Da gibt es eine grundsätzliche Lösung von Jesus, die nennt man Vergebung. Ganz einfach, ja. Vergebung, genau. Die Bibel ist voll mit dem Thema Geld. Geld ist in der Bibel eine große Sache. Die Bibel gibt uns mehr Unterweisung über unseren Umgang mit Geld, das sind also ungefähr 1000 Verse, als über irgendein anderes Thema. Sogar das Thema Liebe ist auf Platz 2. Geld ist Platz 1. Frage, darf man in der Gemeinde über Geld reden? Ja, Jesus hat sehr viel darüber geredet und Beispiele gemacht. Man kann alle Geldbeispiele oder Finanzbeispiele natürlich auch geistlich auslegen. Logisch, machen wir auch dauernd. Aber es geht darum, physisch um Geld. Dein Umgang mit deinen Finanzen. Gott geht es doch nicht um dein Geld. Gott geht es um dein Herz. Und dein Herz darf nicht am Geld hängen. Das ist der Grundgedanke. Deswegen redet er darüber. Und wir wollen auch einige von diesen Beispielen anschauen. Fast die Hälfte aller Gleichnisse Jesus handeln über die Verantwortung des Menschen für Geld und Finanzen. Und deshalb wollen wir uns auch damit beschäftigen. Deswegen bist du hier am Freitagabend im Missionswerk Strahlender Freude, oder? Du bist am Freitagabend online eingeschaltet und willst es hören, was das Wort Gottes hier zum Thema biblischer Umgang mit Geld sagt. Wir wollen anfangen mit Lukas Kapitel 16, Vers 10. Lukas 16, Vers 10. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Amen. Es gibt also laut Jesus einen Punkt hier im Vers 10. Es geht darum, ob du im Kleinen treu bist. Was ist klein? Wenn du 50 Millionen auf dem Bankkonto hast, ist das ziemlich klein. Im Vergleich zu den Reichtümern, die noch im Himmel sind. Wenn du 2 Euro hast, ist das auch ziemlich klein. Im Vergleich zu den Reichtümern, die im Himmel sind. Vergleich dich doch nicht mit dem Nachbarn, mit deinem Auto und mit seinem Haus und was auch immer und seinem Geld und seinem Job und was auch immer er hat.
Gott geht es nicht darum, wie viel du hast. Gott geht es darum, ob du treu mit dem bist, was du da hast. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, wer im Kleinen treu ist, der wird es auch im Großen sein. Und dann geht er ganz bewusst hier auf das Thema Geld ein. Liebe Leute, wenn ihr schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht treu seid, wer wird euch die Reichtümer im Himmel geben? Der Umgang mit Geld hat einen direkten Einfluss auf deine Ewigkeit. Ob du die Reichtümer im Himmel bekommen wirst oder nicht. Nicht meine Theorie, Jesu Worte. Er sagt hier, nicht treu umgeht, wer würde euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Deswegen ist das Seminar über den biblischen Umgang mit Geld wichtig, weil es Einfluss haben wird, wie wir eines Tages im Himmel ankommen werden. Viele Millionäre auf dieser Erde, die nicht gut umgehen mit dem, was sie haben, kommen ziemlich arm im Himmel an. Manche, die sehr arm auf dieser Erde sind, aber die Prinzipien des neuen Bundes umsetzen, werden ziemlich reich im Himmel sein. Was ist besser, reich hier oder reich dort? Reich dort. Das, was wir hier machen, wir nehmen unsere Zeit, wir versuchen es zu lernen, das umzusetzen, was Jesus uns hier sagt, mit einem Ziel, dass es nicht ein Vertreib von Zeit ist oder ein schönes Seminar für ein Wochenende, sondern das, was du hier lernst, wenn du das umsetzt, nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes bist, hat das direkten Einfluss auf deine Reichtümer im Himmel. Deswegen ist es wichtig, was Jesus hier sagt, dass das Geld, was du da hast, wenn du damit treu umgehst, hat das Auswirkungen auf die Reichtümer des Himmels. Und hier steht drin, Vers 12, wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Zuschauer, es gibt Dinge, die dir wirklich gehören. Die sind für dich vorbereitet. Die sind für dich vorbereitet für die Ewigkeit. Die warten auf dich. Also die gehören dir. Aber wie will Gott dir das geben, wenn du mit dem Geld, was du in deiner Tasche hast, auf deinem Bankkonto hast, nicht treu umgehst? Es hat einen Einfluss in der Ewigkeit entsprechend dem, was wir heute tun, heute Abend mit unserem Geld. Genau. Deswegen ist es gut, dass du da bist. Sag mal dem Nachbar, gut, dass du da bist. Und auch an die Online-Zuschauer. Gut, dass ihr da seid, ja? Genau, Matthäus Kapitel 25, Vers 21. Wenn ich persönlich die Zeit auf dieser Erde beende, wenn ich persönlich abzwitscher, ja, ab in den Himmel, will ich einen Satz hören von meinem König Jesus. Wenn ich diesen höre, hat sich alles gelohnt. Matthäus 25, 21. Recht so. Können wir zusammen sagen? Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Wenn du eines Tages vor Jesus stehst, ist es egal, wie groß dein Haus war oder deine Schulden waren, welchen Job du hattest, welches Auto du hattest, das ist alles egal später. Es fällt alles weg. Es wird eine Gruppe geben, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Die zweite Gruppe, die das nicht richtig macht auf dieser Erde, du böser und fauler Knecht. Die zwei Gruppen gibt's. Ihr sitzt hier, weil ihr gute und treue Mägde und Knechte seid. Ja? Und da möchte ich dich ermutigen, dass du das, was du hier hörst, auch umsetzt in deinem Leben, weil eines Tages hat das Einfluss auf deine Ewigkeit. Und deswegen wollen wir da deutlich drüber sprechen. So, Kapitel 1, wir wollen hineingehen in die Frage, Geld, ist das ein Segen oder Fluch? Ist Geld ein Segen oder Fluch? Es gibt im christlichen Lager gibt es zwei verschiedene theologische Gruppen. Die eine Gruppe, also beide sind Extreme. Die eine Gruppe ist diese Gruppe des Wohlstandsevangeliums, ja? die nur ein Teilbereich des Tausches am Kreuz überbetonen und die nur darauf sitzen bleiben die ganze Zeit auf diesem Punkt, wenn du glaubst, dann wirst du Geld haben. Die ganze Zeit ein Teilbereich der Wahrheit
plötzlich wird überbetont und dann kippen wir um. Das ist wie ein Pferd, ja? Wenn du auf dem Pferd sitzt, willst du nicht erzählen, sitzt halt drauf und wenn du halt ein Übergewicht hast irgendwo, dann kippst du halt um. Kann ziemlich schlecht enden. Das ist eine Extrem. Das zweite Extrem ist dieses Armutsevangelium. Geld ist schlecht. Beide haben Bibelstellen. Deutliche Bibelstellen. Beide Gruppen haben ihre begründeten Bibelstellen. Und sie können es auch sagen, warum das so stimmt. Beide. Die widersprechen sich dramatisch. Denn diese Gruppe mit Geld ist schlecht sagt, viel Geld und Besitz haben immer negative Auswirkungen. Die sagen, Reichtum ist für einen Christen verboten. Die Aussage von diesem anderen Extrem ist, der böse Reichtum und die gute Armut. Das sind Leute, die dann sagen, nein, ich gebe alles weg. Ich bin arm und ich bleibe arm, weil das andere ist böse. Und so gibt es im christlichen Lager zwei Extreme, von denen wir uns unterscheiden und sagen, nein, wir nehmen beides nicht an. Sondern wir wollen das annehmen, was Jesus uns sagt, was er uns erklärt. In der Bibel steht drin, in den Sprüchen, in den Psalmen, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Nicht die eine Bibelstelle ist Wahrheit. Und die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Tatsächlich stehen beide Sachen in der Bibel. Beides. Und der Punkt ist, dass die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Und wir wollen beides anschauen. Und ich lade dich ein, dass du in deinem Leben dankbar bist für das, was du hast und treu umgehst mit den Finanzen, die Gott dir gegeben hat. Das ist der Grundgedanke bei der Frage, ist Geld ein Segen oder ein Fluch? Lass mal hineinschauen in eine Stelle von Jesus, wo er in Matthäus 19 spricht über Finanzen und über die Reichen. Matthäus 19, Vers 23 bis 26. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Krass, oder? Schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum sage ich euch, es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Amen. Ist es möglich, dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt? Ja. Alles ist möglich bei Gott, ja. Aber anscheinend gibt es echte Probleme, laut Jesus, für Reiche ins Reich Gottes zu kommen. Es gibt einen Haufen Herausforderungen für beide Gruppen. Die Reichen haben eigene Herausforderungen, die schauen wir uns noch an. Und die Armen haben eigene Herausforderungen, die schauen wir uns auch an. Beides, ja. Und somit sagt Jesus hier, es gibt echt ein Problem. Wo das Problem ist, erklärt er nicht. Da gehen wir noch drauf ein. Aber es gibt ein Problem, wenn dein Herz plötzlich da dran hängt. Und deswegen sagt er hier, schwer ist es für einen Reichen, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Matthäus Kapitel 19, was wir gerade gesehen haben, sagt, dass Geld echt eine Herausforderung ist und Herausforderung mit sich bringt. Und zu Schwierigkeiten führen können. Aber wir dürfen daraus nicht schließen, dass Geld böse ist. Hier kommt schon der erste Punkt. Wenn man jetzt das nimmt, einseitig erklärt und im Umkehrschluss mit seiner eigenen Logik irgendwas behauptet, was Jesus nicht gesagt hat, dann kommt man zu einer Irrlehre. Also ich lade dich ein, dass du das Wort so nimmst, wie es da steht. Nicht im Umkehrschluss deutsch-logisch denken, sondern himmlisch einfach denken. So ist der Gedanke, ja. Also was sagt Jesus hier? Wir haben Herausforderungen, aber es bedeutet nicht, dass Geld böse ist. Was ist der Knackpunkt? Was ist das Entscheidende? Das Entscheidende beim Thema Geld ist immer unser Herz. Immer unser Herz. Das eigentliche Problem ist also nicht das Geld, sondern die Geldliebe oder die Geldgier. Das ist das Entscheidende. Und das wollen wir hier mal anschauen in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10. 1. Timotheus 6, Vers 10. Diese Bibelstelle werden wir im Laufe der Seminareinheiten öfters anschauen, in allen möglichen Facetten, in mehreren Übersetzungen, weil das ist die zentrale Stelle überhaupt beim Thema biblischer Umgang mit Geld. Und da wollen wir hineinschauen in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10.
Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Können wir es zusammen sagen? Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Das ist krass, was hier steht. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Paulus erklärt hier zum Timotheus im Brief, im Kapitel 6, Vers 10, erklärt er, dass es gibt verschiedene Wurzeln von Bösen. Aber eine Wurzel alles Bösen, also nicht von ein bisschen Böse, eine Wurzel von allem Bösen ist die Geldliebe. Die Geldliebe, wenn die nie angesprochen wird, zerstört sie Familien. Die Geldliebe, wenn sie nie bearbeitet wird, zerstört Ehen. Die Geldliebe, wenn sie nie angesprochen wird, dann ist egal, ob du 50 Millionen hast, du bist immer in Armut. Die Geldliebe hat eine Wirkung, oder die Geldgier oder Habgier hat eine Wirkung, dass sie eine Wurzel alles Bösen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Thema anschauen nach biblischen Maßstäben und, das sehe ich jetzt gerade im Geist, ein himmlisches Messer in dein Herz reinkommt, wo das die Geldliebe rausholt. Bist du bereit dafür? Nimm das an, ja? Wie so ein Messer, Gott nimmt es raus. Und wenn du das draußen haben willst, wird Gott es auch machen. Aber die Bibel sagt hier, dass es gibt eine Wurzel von allem Bösen. Und wenn du am Ende deines Lebens deinen Lauf vollenden willst, ist Geldgier das Schlechteste mitzutragen. Das musst du rausschneiden. Das ist ganz wichtig, ja. Wir werden noch eine Checkliste angucken. Bin ich geldgierig oder nicht? Was hat es für Folgen? Wir werden noch tiefer da hineinkommen, aber was hat es für Folgen, diese Geldliebe? Einige haben danach getrachtet. Diese Folge finde ich richtig krass. Und sind von dem Glauben abgeirrt. Also wenn man vom Glauben abirrt, bezahlt man den höchsten Preis, den es überhaupt gibt. Ewige Verdammnis. Wegen so einem bescheuerten Ding namens Geldliebe. Also das ist doch kein Vergleich. Ob du jetzt ein bisschen Geld auf dieser Zeit hast, auf dieser Erde oder nicht, hat doch überhaupt keinen Vergleich zu deiner Ewigkeit. Aber die Bibel sagt hier, es gibt Menschen, die sind dem Geld hinterhergerannt und sind vom Glauben abgeirrt. Liebes Missionswerk Strahlender Freude, solche Leute hatten wir schon bei uns in der Gemeinde. Ich kenne solche Leute, die das große Geld machen wollten, die gute Angebote hatten, die das und das und das und das. Und etwas kam hinein, Geldgier, Geldliebe, und sind heute nicht mehr im Glauben. Bitte mach diesen Fehler nicht. Es hat eine Geldliebe, hat eine Kraft, dass sie dich vom Glauben wegziehen will. Und das ist eine ganz, ganz heftige Bibelstelle. Und deswegen wollen wir da hineingehen. Und hier steht drin, abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Wenn ich euch die Geschichten erzählen würde, was in den Ehen, in den Familien, in den Geschäften entstanden ist, dann würdest du sagen, nicht nur viele Schmerzen, sondern sehr viele Schmerzen. Es ist richtig krass, wenn Leute Geldgier zulassen in dem Herzen, was für Schmerzen zustande kommen. Meistens sind immer die anderen schuld. Und ich lade dich ein, heute aber mit einem, nicht an deinen Nachbar zu denken oder an dein Familienmitglied zu denken, sondern immer an dich. Ja. Könnte das sein, dass bei mir was ist? Denn wir wollen ja wachsen. Du sitzt hier drin in dem Seminargel und du hast eingeschaltet. Gut, dass du eingeschaltet hast. Genau, 1. Timotheus 6, 10, da werden wir noch hineinkommen. Da die Geldgier eine Wurzel alles Bösen ist, stellt das Thema Geld einen großen Angriffspunkt für den Teufel dar. Deswegen ist es wichtig, darüber zu lehren, dass wir einen guten, gesunden Umgang mit unserem Geld haben. Denn wenn wir nicht darüber sprechen, dann wird deine Prägung dich prägen oder deine Vergangenheit oder dein YouTube-Video, was du irgendwo angehört hast oder irgendein, wie werde ich reich in 10 Schritten, wird dich prägen oder deine Familie, wie deine Eltern damit umgegangen sind, wird dich prägen. Irgendeine Prägung hast du von irgendwo. Die einzige richtige Prägung ist die vom Heiligen Geist. Wo Jesus sagt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und ich lade dich ein, dass dieser Angriffspunkt in deinem Herzen rausgeschnitten wird. Ja, so wie so ein Messer holst du das raus und dann kommt fleischernes Herz wieder rein. Welchen Stellenwert das Geld im Herzen eines Menschen hat und wie wir damit umgehen, das wollen wir eben hier anschauen.
So ist also nicht entscheidend, wie viel jemand hat, sondern wie er mit dem, was er hat, umgeht. Ist gerade egal, ob du 2 Euro hast und mehr nicht oder 2 Millionen. Es ist entscheidend, wie du damit umgehst, mit dem, was du da hast. Und über diesen richtigen biblischen Umgang mit Geld soll es eben in diesen Einheiten hier gehen. Jetzt wollen wir hineinschauen in Kapitel 2. Guter Umgang mit Geld. Wer von euch will gut umgehen mit Geld? Gut. Amen, Steffen, danke. Amen. Wer Geld besitzt, egal wie viel oder wie wenig, ist verantwortlich, wie er damit umgeht und wofür er es ausgibt. Dabei hat man die Wahl, gut und treu oder schlecht und verschwenderisch mit dem Geld umzugehen. Also du hast 2 Möglichkeiten, gut und treu oder schlecht und verschwenderisch. Und da gibt es verschiedene Formen. Wir wollen erstmal hineinschauen, was ist praktischer guter Umgang mit Geld? Also wofür können wir unser Geld ausgeben, laut Bibel? Ja? Wozu ist Geld nützlich? Was bedeutet laut Bibel guter Umgang mit Geld? Was schlechter Umgang ist, werden wir uns auch gleich anschauen. Warum ist es wichtig? Weil diese Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösen, haben wir gelernt. Aber was ist jetzt guter Umgang mit Geld? Punkt Nummer 1, was kannst du kaufen mit Geld, was gut ist? Nahrungsmittel. Ganz simpel. Passt, oder? Ja, Nahrungsmittel. Wo steht es? Biblisch begründet. Johannes 4, Vers 8. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Ja, das ist so ein Nebensatz, wo man denkt, okay, logisch. Aber das ist ein Punkt, was du mit deinem Geld machen kannst. Guter Umgang mit Geld, ja? Gut. Punkt Nummer 2, jetzt kommen wir schon voll ins Eingemachte. Steuern zahlen. Guter Umgang mit Geld. Was bedeutet guter Umgang mit Geld? Jetzt lacht ihr schon ein bisschen mehr, ja? Also bei Nahrungsmitteln war das schon logisch. Guter Umgang mit Geld bedeutet Steuern zahlen. Ui, müde Amens, ja, Halleluja. Matthäus 22, Vers 21. Wichtig ist ja nicht, was ich sage, sondern was Jesus sagt. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wir werden noch im Laufe des Seminars schauen, was ist Gottes? Also was gehört Gott? Wir werden über das Thema Zehnten sprechen, wir werden über das Thema Opfer sprechen. Aber jetzt geht man erstmal um den ersten Punkt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. 2 Punkte. Und Gott, was Gottes ist. Anscheinend gehört Gott ein Teil und dem Kaiser ein Teil. Oder? Ja. Wir in Deutschland haben als Arbeitnehmer fast gar keine Chance, Steuern zu hinterziehen. Fast. Du kannst vielleicht mal was falsch ausfüllen da bei der Steuererklärung, was ich nicht rate. Bitte mach es richtig, ja. Mach ehrliche Steuerberatung, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Füll das richtig aus. Aber du hast kaum Chancen da irgendwie, weil dein Arbeitgeber tut es abführen. Und somit hast du schon fast alles richtig gemacht. Die großen Dinge, wenn man keine Steuern zahlen will, ist dann, wenn du plötzlich viel Geld kriegst aus Quellen, die der Staat nicht weiß. Das ist bei Selbstständigen, hey, können wir was unter der Hand machen? Können wir mal hier ohne Rechnung was machen? Dann geht es weg. Oder ganz, ganz aktuelles Beispiel, du hast Millionen gemacht mit Bitcoins, die auf irgendwelchen Konten irgendwo rumsitzen und der deutsche Staat hat gar keine Sichtweise, weiß gar nichts davon. Ich kenne Leute aus Deutschland, die sind ausgewandert, weil sie Millionen gemacht haben und nicht das Geld geben wollen nach dem Staat. Freunde, die ich kenne, die gesagt haben, nee, ich verlasse jetzt alles, ich will es nicht. Und die haben gesagt, das Blödste, was man machen kann, hat er gesagt, wiedergeborener Christ, hat er gesagt, ist Steuern dem Staat geben. Wer ist denn so blöd? Jesus sagt was anderes. Hört ihr diese Worte da drin? Wer ist denn so blöd? Dahinter steckt Geldgier. Mammon. Es ist ja wirklich nicht entscheidend, jetzt, ob du es gibst oder nicht. Aber wenn dein Herz da dran hängt, dann hat das eine geistliche Wirkung der Zerstörung. Und Jesus sagt was anderes. Nicht, wer ist so blöd, das zu machen, sondern Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ihr glaubt gar nicht, was ihr in den 20 Jahren im Steuerbüro schon für abstruse Meinungen gehört habt. Warum man Steuern nicht zahlen sollte und so weiter. Einmal war ich in einem großen Konzern und 500 Mitarbeiter, der Firmenchef kommt zu mir und sagt, können wir denn nicht was drehen?
Sie können drehen, wie viel Sie wollen, aber dann bin ich weg. Ja, und wenn ich eine Spende mache an Ihre Organisation? Sie können gerne eine Spende machen an meine Organisation, aber drehen werden wir nichts, denn wir machen nur ehrliche Dinge. Bitte verkauf dich nicht wegen ein paar Euro. Wir werden das noch anschauen. Judas, wegen ein paar Euro, wegen Geldgier, Geldliebe. Ja, bitte mach diesen Quatsch nicht. Und wenn du den Zugang hast irgendwann mal zu richtigen Einnahmequellen, die mehr sind wie nur deins, was du so verdienst, werden plötzlich andere Ratgeber kommen. Ratgeber, die dir sagen werden, so aber nicht und so kannst du es vermeiden. Und dann kommen wir auf eine Ebene, Punkt Nummer zwei hier, was wir gelernt haben, was kannst du mit gutem Umgang mit Geld machen? Steuern zahlen. Jesus sagt, zahle deine Steuern. Ja, das ist Steuern zahlen, ganz einfach. Wenn du biblischen Umgang mit Geld hast, sind wir bei der Frage, wenn du Geld kriegst, meldest du das an oder nicht? Ja? Schwarzarbeit in diesem Bereich. Aber die große Sache, was ich so sehe die letzten Jahre im Leib Christi, was ich sehe, wenn Leute plötzlich, keine Ahnung, 100.000, 200.000, 500.000 oder über 1 Million plötzlich machen durch Bitcoin-Geschichten, irgendwelche schnell verzinsliche Dinge sind plötzlich ab durch die Decke, dann haben sie ihre Freunde und verseuchen sie alle unter der Hand. Kriegst du gar nicht mit als Pastor. Die reden alle so hinter Tür und Angel. Und fischen einen nach dem anderen mit Geldgier. Und plötzlich ist eine ganze Gruppe weg und du weißt gar nicht warum. Und ich möchte dich ermutigen, mach bei solchen Spielchen nicht mit. Wenn Gott dir Geld geben will, ist es so leicht für ihn. Aber an deinem Herzen zu arbeiten, das dauert manchmal Jahre. Und wenn dieser Gedanke der Geldgier mal reinkommt und zu ist, ist es wie eine Operation, die nicht gemacht wird, wie Blinddarm, ja? Wenn das mal, dann hat das eine Wirkung der Zerstörung. Und deswegen möchte ich ermutigen, so einfach wie das sich anhört, Steuern zu zahlen, für einen normalen Arbeitnehmer ist halt so, aber für Selbstständige oder für die, die dann plötzlich viel Geld machen, ist das eine große, große Sache. Mein Ratschlag, bitte zahl Steuern. Okay? Gut. Biblischer Umgang mit Geld. Punkt Nummer 3, was kannst du machen mit deinem Geld? Du kannst Almosen geben. Wir werden es noch lernen, was ist der Unterschied zwischen Spenden, was ist der Unterschied zwischen Zehnter, zwischen Opfergaben, zwischen Almosen. Ja? Es gibt Almosen und Opfergaben. Almosen nach dem Verständnis, wo wir heute drin leben, ist zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte eine Patenschaft für ein Kind in Indien, Afrika, in der Ukraine, wo auch immer, wo wir das anbieten hier im Missionswerk, möchte ich machen oder in einer anderen Organisation, gerade egal. Aber du bist bereit, deine 30 Euro oder wie teuer ist eine Patenschaft bei uns, Arthur? Wie viel haben wir da? 30 oder gibt es 50 oder was auch immer. Oder du sagst, ich gebe es Almosen. Du gibst also Almosen jemand, der wie ein Stipendium hat, der kann also in die Schule gehen, er kriegt Nahrung, hat eine Familie und für ihn ist das Leben. An dieser Stelle wollen wir Ralf und Luca Danke sagen, dass ihr das aufgebaut habt für 20 Jahre, dass wir das machen dürfen. Applaus an die beiden. Das Gute, was ich sehe das ja, wenn ich dort rumreise in der Welt und ich sehe, dass es ankommt und das ist das Gute, ja, deswegen spenden so viele zu uns. Ja, wir machen das Seminar auch nicht deswegen, weil wir euer Geld haben wollen, sondern ich will, dass du dein Herz Gott gibst. Das Gute ist, wir haben so viel Geld wie noch nie in der Geschichte, oder Arthur? So viel wie noch, ich sage jetzt nicht die Daten, die darf man hier nicht sagen. Aber wir haben so viel Geld wie noch nie. Wir haben so viel Spenden bekommen in der Corona-Zeit wie noch nie. Ja? Also wir wollen auch nicht, dass du jetzt bei diesem Finanzseminar dein Geld gibst, sondern was ich will, ist, dass du dein Herz Gott gibst. Lass dein Geld stecken und gib Gott dein Herz. Viel besser. Ja? Denn wir wissen, Gott versorgt uns. Das ist so. Ja? Deswegen können wir so locker darüber reden. Es geht nicht darum, dass du hier was reinsteckst. Es geht darum, dass du Gott dein Herz zusteckst. Darum geht es, ja. Und was heißt Almosen geben? Das heißt, zum Beispiel könnte es sein, dass du auf dem Herz hast, hey, ich möchte ein Stipendium an irgendein Kind geben oder irgendeine Patenschaft übernehmen und ich möchte da jeden Monat 50 Euro oder 30 Euro geben. Das sind sogenannte Almosen. Kleine Beträge, wo du nebenbei noch zusätzlich irgendwo gibst. Und diese können tatsächlich einen Unterschied machen. Ich war jetzt in Uganda und da haben wir manche, wo 20 Jahre schon durchgezogen wurden, waren auf der Bühne, haben Zeugnis gegeben. Richtig dramatische, gute Zeugnisse. Ein Mann kommt auf die Bühne und sagt, ich kenne meinen Spender nicht,
aber er hat 20 Jahre mich durchgespendet. Ich konnte von dem Slum-Gebiet raus, ich durfte in die Schule, ich habe Kleidung bekommen, ich habe Essen bekommen und ich habe bis zur Universität bin ich hochgekommen. Heute bin ich ein Anwalt im höchsten Gericht. Und dieser Spender, der 50 Euro für 20 Jahre gegeben hat, was meint ihr, was der für einen himmlischen Lohn kriegen wird im Himmel? Was ist also biblischer Umgang mit Geld? Höre darauf, wo Gott dir sagt, gib es dort hinein. Und bitte an dieser Stelle, achte bitte auf den Boden. Es gibt steinigen Boden, es gibt trockenen Boden, es gibt schlechten Boden und es gibt guten Boden. Achte bitte darauf, wie die Organisation mit dem Geld umgeht, mit dem du, wo du hineingibst. Ja? Das große Ding in Deutschland ist immer, wo sollen wir hinspenden? Wir wissen ja nicht, wo es ankommt. Ich will jetzt keine Werbung für uns machen. Aber du kannst immer herkommen und du kannst alle Fragen hier stellen. Achte bitte darauf, dass du da, wo du dein Geld hineingibst, dass es guter Boden ist. Weil du musst ja treu mit dem Geld umgehen, das Gott dir gegeben hat. Also, dass du in guten Boden investierst. Das ist Almosen. Wo steht es? In Matthäus Kapitel 6, Vers 2. Wir wollen zusammen lesen. Matthäus 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Ja, das war's. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es gibt Menschen, die spenden, großen Betrag, 50.000. Boah, bin ich humanitär und sozial unterwegs. Boah, geben 50.000, dann kriegen sie so einen großen Schild mit 50.000, die Organisation, kennt ihr das, ja? Und dann sind sie in der Presse und dann, boah, Mann, schaut mal, was sie machen, ja? Ich weiß nicht, ob das hier so richtig biblisches Almosen geben ist. Ich lade dich ein, wenn du das gibst, klar, mit deinem Ehepartner abstimmen, aber dann nicht groß rumposaunen. Warum? Weil hier sagt die Bibel, wenn du rumposaunst und alles zeigst, ist dein Lohn weg. Aber du willst doch Lohn haben im Himmel. Darum geht es ja. Und deswegen lade ich ein. Punkt Nummer 3, dass du Almosen gibst, also Geldspenden an Bedürftige. Punkt Nummer 4, was können wir also tun mit unserem Geld? Was bedeutet guter Umgang mit Geld? Was können wir also gut machen mit unserem Geld? In Hilfsprojekte oder Hilfsprogramme finanzieren. Das steht in Apostelgeschichte 11, Vers 29. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütet war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Ja? Also die haben einfach was beschlossen, hey, du hast viel, bitte gib viel, wir schicken es nach Judäa. Okay? Modernere Übersetzung, Hoffnung für alle, sagt, deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia, ihren Brüdern und Schwestern in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde sollte so viel geben, wie er konnte. Das finde ich cool. Und da bin ich so begeistert über die Bereitschaft von unserer Gemeinde in der Ukraine-Krise. So viel Geld wurde überwiesen, so viel haben Leute gegeben und gesagt, nein, wir wollen. Und wir haben entschieden, wir geben es weiter. Wir durften so viel, was ihr uns gegeben habt, auch online, die Leute, wo online mitgespendet habt, danke an dieser Stelle, dass es so viel gegeben hat. Wir haben so viel gehabt, konnten es gerade weitergeben. Und diese viele Jahre, die wir investiert haben in der Ukraine, konnten wir jetzt benutzen, dass die ganzen Gelder von euch hineingegeben wurden. Genau das, was in Apostel 11 drin stand. Da gibt es eine Stadt oder ein Land hier in Not. Wir haben die Kontakte, die sammeln, die konnten es weitergeben, so konnten wir es auch. Wir konnten sammeln, alles weitergeben und das ist guter Umgang mit Geld laut Bibel. Punkt Nummer 5, was kannst du also machen, wenn du guten Umgang mit Geld haben willst? Du kannst mit deinem Geld kannst du Brüder und Schwestern für den vollzeitigen Dienst freisetzen. Wieder müde Amen, genau. Du kannst tatsächlich Menschen freisetzen. Man nennt das auch Stipendien, ja? Also nicht nur für Patenschaften, für Kinder, da wollen immer alle möglichen Leute immer spenden, aber dass du eine Patenschaft gibst für einen Pastor, für den vollzeitigen Dienst. Für Indien, Ukraine, Namibia, wo wir aktiv sind. Dass du sagst, okay, und ich gebe meine 100 Euro im Monat zum Beispiel und ich setze es frei, dass diese Person nicht arbeiten muss, sondern dass die Person voll im Reich Gottes aktiv sein kann. Und den Lohn oder die Frucht, die diese Person
zustande bringt, mit Heilung, Bekehrung im Reich Gottes, wird auf deinem himmlischen Bankkonto ankommen. Richtig cool. Ja, ein Amen, Halleluja, preist dann. Genau, alles gut. Erst, weil ihr seid ja im Denkprozess, ja. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 14 steht drin, ebenso hat der Herr angeordnet, wer die rettende Botschaft verkündet, soll von diesem Dienst auch leben können. Ganz einfach. Paulus sagt hier, das ist eine Ankündigung, eine Anordnung des Herrn. Wenn also jemand die rettende Botschaft verkündet, dann soll er auch von diesem Dienst leben können. Manche Leute sagen, nein, der soll doch mal was Gescheites arbeiten. Der soll doch mal richtig arbeiten und nicht so nur. Ja? Nein, wenn du verstehst, dass das guter Umgang mit Geld ist, dann gibst du es hinein ins Reich Gottes, um Menschen für den vollzeitlichen Dienst freizusetzen. Punkt Nummer 6, was können wir machen? Was ist guter biblischer Umgang mit Geld? Wir können mit unserem Geld Gemeinde bauen, also Häuser bauen. Genau. Im unteren Beispiel, was wir gleich eben hören werden, wurden freiwillige Gaben für die Stiftshütte gesammelt. Und hier schauen wir mal, wo das steht. In 2. Mose 35, Vers 29. Die Söhne Israels, alle Männer und Frauen, deren Herz sie antrieb, ganz wichtig, deren Herz sie antrieb, nicht wo der Daniel sie antreibt oder ein Pastor sie antreibt, wo deren Herz sie antrieb, zu dem ganzen Werk beizutragen, das zu tun der Herr durch Mose geboten hatte, brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe. Und die haben das gemacht, alle zusammengelegt. Und dadurch konnte die Stiftshütte gebaut werden. Als wir vor knapp 20 Jahren, oder wie lange sind wir jetzt hier? 20 Jahre? 25 sind wir hier. Wir hatten zu wenig Geld. Und viele von euch haben gesagt, hey, wir geben ein Darlehen einfach, tschak, ohne Zinsen, zahle. Manche haben es einfach geschenkt, und sogar das Darlehen später. Und ihr habt das gemacht, was das Wort Gottes sagt, haben Dinge gegeben für die Gemeinde, damit die Gemeinde gebaut werden kann. Ja, das steht bald wieder an, Halleluja. Genau, Punkt Nummer 6. Ja, viele Leute haben mich gefragt, Daniel, was machen wir eigentlich bei diesem Finanzseminar? Erklärst du uns Insider-Tipps, wo wir unser Geld investieren können? Sag, Mann, hey, ich bin doch kein Vertreter von irgendwelchen komischen Produkten hier. Ja? Hallo? Nein, es geht um biblische treue Verwalterschaft. Und ich habe gesagt, nein, so Quatsch mache ich doch nicht. Ich lehre die Leute, damit sie keinen Mammon haben. Bis ich später gemerkt habe, ich mache tatsächlich einen Hinweis euch, wo man sein Geld investieren kann. Hier steht es nämlich. Schaut mal drauf. Die Liste gucken wir uns nochmal an. Also, heißer Tipp hier, wie du dein Geld investieren kannst mit ewigem Lohn. Für die Ewigkeit, ja. Wir denken oft immer, wo machen wir es? In Immobilien oder machen wir es in Gold oder machen wir es in Aktien oder machen wir in Bitcoins? Was machen wir, ja, mit deinem Geld? Wenn du wirklich Multiplikation erleben willst, auf Ewigkeitssicht, ist nicht das, was dein Fleisch will, aber ist das, was Gott will, rate ich dir, in folgende Dinge zu investieren. Seid ihr bereit für den guten Kauf Nahrung? Erstmal ganz simpel, ja. Punkt Nummer 2. Zahle deine Steuern. Das ist genau das, was die Leute nicht hören wollen. Nein, wie kann man eine Steuer vermeiden und nicht Steuern zahlen? Jesus sagt, zahl Steuern. Punkt Nummer 3, gib Almosen. Und finanziere Hilfsprogramme. Punkt Nummer 5, setze Brüder und Schwestern für den vollzeitlichen Dienst frei. Und sei bereit, Gemeinde zu bauen. Das sind die heißen Tipps, die ich gefunden habe in der Bibel, wie du dein Geld für die Ewigkeit gut einsetzen kannst. Okay? Hiermit an der Stelle gesagt, wie kann man heiß investieren? Unser Umgang mit Geld ist ganz wichtig für unsere Beziehung zu Gott. Wie wir mit unserem Geld umgehen, so wird auch unsere Beziehung mit Gott beeinflusst. Das heißt, was du tust mit deinem Geld, hat Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott. Diese Verbindung, die dürfen wir nicht abschneiden. Wenn wir biblisch nach göttlichen Maßstäben mit unseren Finanzen umgehen, können wir einen mächtigen Segen für andere sein. Wir werden gesegnet und das Reich Gottes wird gleichzeitig gebaut. Wenn wir jedoch falsch und schlecht, das heißt nicht nach dem biblischen Maßstäben mit unserem Geld umgehen, so kann es fatale Folgen mit sich bringen, welche wir später, also in den nächsten Einheiten, genauer anschauen werden. Es hat eine Macht über uns, die uns oft gar nicht bewusst ist. Es bestimmt häufig vieles in deinem und in meinem Leben.
und arbeitet auch an unserer Seele. Deshalb ist es wichtig, zu lernen, wie wir weise und klug damit umgehen können. Und ich möchte noch einmal betonen, entweder wir kontrollieren das Geld oder unser Geld kontrolliert uns. Eins von beiden. Genau, weil dann kontrolliert es, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo unsere Freunde sind und wo wir unsere Zeit verbringen werden und vieles mehr. Viele wegen Geld gehen sie irgendwo hin mit bestimmten Leuten, arbeiten genau dort, machen genau das wegen Geld. Aber wenn du geführt wirst vom Heiligen Geist, führt er alles, ja? Macht er alles und das ist das Gute. Deswegen möchte ich ermutigen, das sind wichtig. So, jetzt haben wir gelernt, was ist guter Umgang mit Geld? Und damit wir gut damit Geld umgehen können, will ich euch vier Lügen zeigen, vier theologische Kühe, die wir abschießen wollen jetzt gleich. Ja, bin mal gespannt, wie du es übersetzt, Ralf, theologische Kühe. Das ist ein deutsches Problem, ja. Genau, theologische Kühe. Vier theologische Kühe, das heißt, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, die hören sich sehr geistlich an, sind aber nicht richtig. Und die wollen wir jetzt kurz abschießen. Vier Stück, warum? Vielleicht sitzt du auch da drin und während du da drin sitzt, kommt ein himmlisches Messer, wo dann dieses Ding einfach rausschneidet. Theologische Kuh Nummer eins. Erste Lüge. Folgender Satz. Gott sorgt sich nur um mein Herz und nicht darum, was ich mit meinem Geld tue. Ist falsch. Auch im Bereich der Finanzen gibt es eine Verbindung zwischen unserem Glauben und unseren Werken, die wir nicht ignorieren dürfen. In Jakobus Kapitel 2, Vers 14 bis 17 steht es nämlich drin. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Hier geht es ganz deutlich mit dem, was machst du mit deinem Geld, was machst du mit deinen Gütern, was machst du mit dem? Glaube ohne Werke ist tot, ganz einfach. Und das hat eine Wirkung, das heißt, das, was du mit deinem Geld machst, hat Auswirkungen auf dein Herz. Also nicht nur, mein Herz ist wichtig und mein Geld ist gerade egal, sondern das zeigt, was du tust mit dem. Ich war jetzt im Laden vor kurzem, wann war das, vorgestern, glaube ich, und ich zahle da so mein Zeug und dann stehe ich so neben der Kasse und da kommt eine Ukrainerin, die kann kein Deutsch. Und sie sagt, zwei, also zwei. Hat halt gesagt, sie hat 2 Euro, hat sie gesagt. Die Verkäuferin hat verstanden, 200 Gramm oder was will sie haben. Hat halt 2 gemacht irgendwie, macht da und sagt dann 3,20 Euro. Und sie, zwei. Und dann war sie total im Stress, ja. Und die andere war auch im Stress, weil die hat das schon abgebucht da in ihrem System. Jetzt wusste nicht, was sie mit 1 Euro, dann stehe ich halt daneben, gebe halt nochmal 2 Euro dazu. Und dann konnte ich ihr Gott segne dich sagen. Ich kann ja ganz wenig russische Worte, aber das konnte ich ja. Genau, Gott liebt dich, Gott segne dich. Und so kannst du mit 1,20 Euro kannst du die Botschaft weitergeben, wenn du bereit bist, in die Not reinzugehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass unser Glaube nicht sagt, mein Geld hat nichts zu tun mit Glauben. Nein, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du, ganz einfach. Ja. Und ich lade dich ein, dass du das nimmst. Evangelist Billy Graham, ich möchte ein Zitat euch zeigen, formulierte es folgendermaßen. Unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen und was wir tatsächlich verehren. Können wir zusammen sprechen? Unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir tatsächlich verehren. Stell dir mal vor, deine Kontoauszüge würden jetzt hier gezeigt werden. Brrr. Amazon. Brrr. Brrr. Die Bibel sagt, unser Leben soll ein offener Brief sein. Bist du bereit, dass jeder deine Kontoauszüge sehen darf? Wenn ja, dann, das musst du nicht mir beantworten, ja, sondern Gott. Wenn ja, dann sieht es so aus, wie wenn du nicht habgierig bist. Wenn nein, könnte es drin sitzen, dass noch etwas rausgeschnitten werden darf. Gut,
Denn es ist ein theologisches Dokument laut Billy Graham. Lüge Nummer 2. Ich weiß, dass ich geben sollte, aber wie viel spielt keine Rolle, solange ich etwas gebe. Das ist theologische Kuh Nummer 2. Schießen wir ab. Es gibt nicht viele Meinungsverschiedenheiten, ob die Christen in der Bibel aufgefordert werden zu geben. Aber wie viel sie geben sollen, dann wird es kompliziert. Also ist klar, Leute sollten geben, aber wie viel, das ist immer umstritten. Vom Brutto oder Netto, wie viel soll ich, wie viel nicht, darf ich was oder nicht. Manche behaupten, dass sie freigestellt sind, so wenig oder so viel zu geben, wie sie möchten, wie sie sich geführt fühlen, welchen Eindruck sie haben, ja, da sie frei von Gesetzlichkeit des Zehnten sind. Das ist auch richtig. Das ist korrekt, dass das Geben nach neutestamentlichen Standards nicht gesetzlich sein sollte. Doch Jesus und auch der Apostel lehrten proportionale, also aufopferungsvolle Freigebigkeit. Ich sag's nochmal. Jesus und die Apostel lehrten proportionale, also aufopfernde Freigebigkeit aus einem dankbaren Herzen als Akt der Anbetung. Wenn ich dir jetzt nur sage, du musst so viel geben, dann ist wieder gesetzlich. Wenn du aber bereit bist, in deinem Leben proportionale, aufopfernde Freigebigkeit aus dankbarem Herzen als Akt der Anbetung, hast du in diesem Moment Habgier und Geldgier rausgeschnitten. Okay? Das ist gut. Für den einen oder anderen kann es sogar mehr wie ein Zehnter sein. Also ich gebe aus Jahren mehr wie den Zehnten. Weil ich eins weiß, je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Das macht so Spaß. Ja? Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Also ich finde es cool. Markus Kapitel 12, Vers 41 bis 44. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn sie haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel, Achtung, alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Gott geht es nicht um die Nuller hinter deiner Eins, ob es jetzt 10 oder 100 oder 1000 ist. Gott geht es darum, ob dein Herz an dem Geld hängt oder dein Herz bereit ist, aufopfernd einen Akt der Anbetung Gott zu geben. Und dann bist du im Bereich der Anbetung, in allen Bereichen, nämlich auch mit deinen Finanzen. Und da möchte ich ermutigen, dass du das machst, was die Bibel hier sagt. Aufopfernden Akt der Anbetung. Lüge Nummer 3. Schießen wir auch ab, die theologische Kuh. Schulden sind vermeidbar und kein Problem, solange ich sie zurückbezahle und gute Kreditwürdigkeit bewahre. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Hauptsache, ich habe gute Kreditwürdigkeit, ja? Wo steht Kreditwürdigkeit in der Bibel? Gut, egal, ja. Aber das ist schon der erste Punkt. Schulden sind heutzutage üblich und sind auch keine Ausnahme. Und die ganzen Konsumkredite sind am Wachsen. Ja, das geht richtig ab. Das Wort Gottes verbietet das Aufnehmen von Krediten nicht, also nicht ausdrücklich. Aber es lehrt uns, dass jede Schuld eine Form der Knechtschaft sein kann, die den Schuldner zu einem Sklaven seines Gläubigers macht. Steht hier, Sprüche 22,7, der Reiche herrscht über die Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Wenn es nicht einen guten oder notwendigen, wirklich gerechtfertigten Grund zum Schuldenmachen gibt, so rät uns das Wort, dass wir uns nicht unter dieser Knechtschaft begeben sollten. Ganz praktisch, was bedeutet das ganz praktisch? Versuche so selten wie möglich zu verschulden und wenn du Schulden hast, es so schnell wie möglich zurückzubezahlen. Das ist der Gedanke. Und nicht eine Kreditwürdigkeit aufzubewahren, sondern werde frei von diesen Dingen. Das ist aus meiner Sichtweise, meine persönliche Meinung, der richtige Weg. Punkt Nummer 4, Lüge Nummer 4, theologische Kuh schießen wir ab. Gott hat verheißen, für mich zu sorgen, also muss ich mich um Geld nicht kümmern. Muss mich nicht um Geld kümmern.
Ja, Gott verheißt seinen Kindern, dass sie versorgt werden, dass Gott sich darum kümmert. Aber er lehrt genauso, dass unsere Handlungen die Verantwortung, eine Verantwortung haben und dass wir diese Verantwortung auch übernehmen sollen. Und was das Geld betrifft, müssen wir unseren Teil dazu beitragen. Also arbeiten und Geld verdienen. Das steht drin in Sprüche 10, Vers 4 bis 5. Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand des Fleißigen macht reich. Wer im Sommer sammelt, wird ein kluger Sohn. Wer in der Ernte schläft, ist ein schandbarer Sohn. Also arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand des Fleißigen macht reich. Es gibt also Erklärungen in der Bibel, wie man reich wird. Nicht mit schnell verzinslichen Anlagen, sondern die Hand des Fleißigen. Das ist das, was das Wort sagt. Also diese vier Kühe wollen wir abschießen. Wenn wir jetzt sagen, biblischer Umgang mit Geld, also ich möchte gut umgehen mit meinem Geld, was müssen wir also machen? Was bedeutet biblischer Umgang mit Geld? Was bedeutet gut mit dem Geld? Wie können wir gut mit unserem Geld umgehen? Da möchte ich euch drei Schritte zeigen. Schritt Nummer eins ist, oder Schlüssel Nummer eins ist das Empfangen. Hier sind wir in einer zentralen Stelle, die jetzt kommt, wie wir gut mit unserem Geld umgehen können. Es sind drei Schlüssel da drin. Schlüssel Nummer eins ist der Schlüssel des Empfangens. Du musst verstehen, dass du etwas empfängst und wem das gehört, was du da empfängst. Ja? Das ist ganz wichtig. Verstehe, dass alles, was du bekommst, bekommst du von Gott. Alles, was du erhältst, erhältst du von Gott. Das ist erstmal was anderes wie, nein, ich mache das doch, ich gehe doch auf die Arbeit, ich mache das doch. Nein, nein, nein. Alles, was du bekommst, bekommst du von Gott. Das ist das erste Ding. Wir wollen mal hineingucken. Punkt Nummer eins zu diesem Unterpunkt empfangen. Gott ist derjenige, dem alles Geld gehört. Haggai Kapitel 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Ist das Gold, spricht der Herr, der Herrscher. Punkt Nummer zwei. Aller Reichtum kommt von Gott. Also, wenn du biblisch umgehen willst mit Geld, heißt es, Gott ist derjenige, dem alles gehört und aller Reichtum kommt von Gott. Nicht von deinen Eltern, nicht von deiner Arbeit, nicht durch deine gute Idee, die Gott dir gegeben hat. Sondern erstmal kommt alles von Gott. 1. Chronik 29, Vers 10, da steht drin, und David pries den Herrn in den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Herr Gott, unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Und alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Können wir das dicke mal zusammen sagen? Alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Also David, der richtig reich war, hat es gesagt, alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Alles zusammen? Und Reichtum und Ehre kommen von dir. David hatte ein Herz nach dem Herzen Gottes. Weil er wusste, alles kommt von ihm und dein ist der Reichtum. Obwohl er ganz viel hatte. Er hat sein Herz aber nicht ans Geld gehängt, denn er hat gesagt, Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist der Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles. Und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Können wir das dicke zusammen sagen? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Alles, was du gibst, ist nicht deins. Was du gibst, hast du vorher von Gott bekommen. Ich möchte mal vorgreifen zum Thema treue Verwalterschaft. Mit welchem Recht behältst du etwas für dich, was Gott dir gibt? Alles, was du hast, hast du von Gott. Welche Grundlage kannst du sagen, nee, das ist meins? Es gibt keine in der Bibel. Alles gehört Gott. Das bedeutet nicht, dass du alles weggeben musst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du treu mit dem von Gott Gegebenen umgehst. Gott, diese 1000 Euro, die ich habe, die sind deine. Was willst du, dass ich damit mache?
denn alles kommt von dir. Und wenn du dann 50 Euro gibst für irgendeine Partnerschaft, dann bist du nicht der große Spender. Wow, ich bin der Tolle, ich mach das. Nein, nein, nein. Denn Gott, du hast mir meine Hände gegeben und das will ich weitergeben. Ich komme jetzt gerade aus Indien zurück und ich habe so viel Geld bekommen. Leute geben mir, einer gibt 1.000 Euro mehr, der nächste 2.000 Euro. Und ich habe mir so viel Geld gehabt und ich habe mich gefühlt, abui. Und habe das dann schön weitergegeben. Ja, es macht richtig Spaß. Saatgut zu bekommen, Leute kapieren das, geben mir Geld und ich gebe das dann weiter. Ja, macht richtig Spaß. Und richtig schön. Und richtig an die richtigen Stelle gegeben und wir haben unsere Mitarbeiter dort gesegnet und so weiter. War richtig, richtig gut. Und ich hatte da Tausende in meiner Hand. Und da kommt eine Frau zu mir und gibt mir 30 Euro. Und sagt, Daniel, ich weiß, das ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Und das ist Saatgut. Das hat mich berührt. Weil das im Verständnis war, dass es von Gott ist und die hat von Gott gehört, gib es weiter. Habe ich dann genommen, extra reingenommen, alles klar. Habe gewartet, wo gibt es hier jemand, der diese 30 gehört. Und dann war ich in einer Stadt da, war eine Frau mit einem behinderten Kind, wir haben für das Kind gebetet und so, aber die müssen alle selber zahlen. Und Gott sagt, gib diese 30 Euro genau dieser Frau. Habe ich dann gemacht. Und genau diese 30 Euro, was jetzt für uns nicht viel ist, für die aber eine Gebetserhörung war, genau an dem Tag, habe ich dann gegeben. Die Frau hat geweint, war richtig berührt. Ich habe gleich ein Foto gemacht, Spenderin erzählt und die Spenderin war glücklich. Diese Geschichte, 30 Euro an die richtige Stelle, hat eine Ewigkeitssache im Himmel ausgelöst. Wir wissen nicht, was dadurch noch geschieht. Und es ist egal, ob du 30 Euro hast oder 3.000. Wichtig ist, was du mit dem machst, was du da hast. Darum geht's. Amen. Ich möchte dich ermutigen da drin. Verstehe aber eins beim Thema Empfangen. Punkt Nummer eins ist, alles kommt oder gehört Gott. Und aller Reichtum kommt von Gott. Wenn du das nicht verstehst, wirst du beim Thema Finanzen verlieren. Weil du immer denkst, ich habe alles gemacht, ich habe alles geschafft, ich habe doch gearbeitet, ich habe doch alles, meine Ideen, meine Umsetzung, mein Geschäft, mein Leben. Nein, es gehört alles ihm und was du gibst, ist ein Vorrecht, dass du es weitergeben darfst. Boah, ganz anderes Mindset, nimmt man, ganz andere Gedankengut. Punkt Nummer drei, er gibt uns die Fähigkeit, unser Geld zu erarbeiten und zu verdienen. Ja, Punkt Nummer drei. Also wenn wir über das Thema Empfangen sprechen, müssen wir verstehen, er gibt uns die Fähigkeit, unser Geld zu erarbeiten und zu verdienen. Er hat dir Gesundheit gegeben, das Verständnis, dass du überhaupt arbeiten kannst. Ja? Wer arbeiten kann, der soll es mit Freude tun. Ja? Der Ursprung des Arbeitens kommt von Gott selbst in der Schöpfungsgeschichte. Die westliche Welt hat es pervertiert und es negativ gemacht. Vom Grundgedanke gehört Arbeit aber von Gott gegeben in die Gesellschaft hinein, nämlich in sein Volk. 1. Mose 2,2. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag, ruhte am siebten Tag von seinem Werk, das er gemacht hatte. Er hat also selber gearbeitet. Gott selber arbeitet. Er tut Werke, arbeitet an dem und genau, und gibt uns auch die Fähigkeit. Gott schuf den Menschen nach seinem Bildnis mit ähnlichen Eigenschaften wie mit den Seinen. 1. Mose 2,15. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott hat also einen Job gegeben, einen Auftrag, eine Arbeit. Gesagt, hey, das ist der Garten, dein Job ist, bitte bearbeite diesen Garten und bitte bebaue ihn und bewahre ihn. Kolosser Kapitel 3, jetzt kommen wir in die heutige Zeit hinein. Was bedeutet es für uns heute mit der Arbeit? Kolosser 3, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Vergebung das Erbe, als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Hier steht drin, Vers 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn. Das bedeutet, wenn du am Montagmorgen aufstehst und in die Arbeit gehst, arbeitest du nicht für deinen Chef, sondern treuer Umgang mit Geld bedeutet erstmal in den ersten Schritt, für wen arbeite ich überhaupt? Alles, was du tust, tust du für den Herrn. Wenn du arbeiten gehst, machst du das für Gott, weil Gott dein Chef ist.
Wenn du so arbeiten gehst, mit diesem Verständnis, dann ist es der erste Schritt von biblischem Umgang mit Geld. Weil du weißt, Gott gibt mir die Fähigkeiten und ich darf das tun und ich mache das, weil Gott mir das gegeben hat. Wenn du in der Gemeinde dienst, dienst du doch nicht dem Pastor, du dienst Gott. Glaub mir, ich bin hier nicht, weil ich euch irgendwas Tolles tun will. Ich bin hier, weil Gott mir das gesagt hat. Weil ich weiß, dass ich hier lehren soll. Die Gemeinde lehren soll, euch Online-Zuschauer lehren soll. Weil es einen Einfluss haben wird im Reich Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass alles, was du tust, tu von Herzen für Gott und nicht für Geld. Tu von Herzen für Gott und nicht für den Arbeitgeber. 5. Mose 8, Vers 17 und 18, da steht drin. Und du dann nicht in deinem Herzen sagen kannst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott ist der, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Ein Problem von den Reichen ist folgender, das, was hier drin steht, schon im 5. Mose, dass plötzlich dein Herz sagt, es war meine Kraft, meine Stärke, ich habe das geschafft, schaut mal mein Auto, mein Haus, mein Garten, mein Schiff, schaut mal mein Kontostand, ich habe alles geschafft. Dieser Punkt, dann kippst du schon um an der ersten Stelle des Empfangens. Nein, das Richtige ist, dass du verstehst, wow, ich habe richtig viel, aber es ist deswegen, weil Gott mir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Ja, das ist die andere Art von, ihr merkt, beim biblischen Umgang mit Geld geht es nicht um dein Geld, es geht um dein Herz. Warum tust du was? Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Schlüssel Nummer 1, empfangen. Schlüssel Nummer 2, verwalten. Können wir es zusammen sagen? Schlüssel Nummer 1, empfangen. Schlüssel Nummer 2, verwalten. Genau. Wenn du also ein Verwalter bist und du weißt, du hast Geld bekommen von Gott, geht es darum, dass du das, was du hast, gut verwaltest. Also gut damit umgehst. Gut lernst, damit umzugehen in deinem Leben. Und da wir nur Verwalter des Geldes sind, gehört das aber alles, was wir haben, immer Gott, weil er es uns anvertraut. Manche haben richtig viel Geld. Manche haben so Standard und manche haben richtig wenig. Ja? Gibt es auch in dem Gleichnis, was Jesus sagt, der eine kriegt ein Talent, der nächste zwei, der nächste fünf. Es geht nicht darum, ob du viel hast oder mittelmäßig oder wenig. Es geht darum, wie du umgehst mit dem, was du hast. Also sei ein treuer Verwalter in allen Bereichen. Am Gleichnis der anvertrauten Talente, was ich gerade gesagt habe, können wir deutlich sehen, dass wir nur Verwalter des Geldes sind und nicht deren wahre Eigentümer. Verwalten bedeutet ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem eigenen Genuss und dem Geben finden. Das ist treue Verwalterschaft, auf die wir noch näher eingehen werden. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Also wenn du weißt, du hast so und so viel, dann machst du nicht deine Ausgaben doppelt so hoch. Ganz simpel, ja. Oft kommen Leute in Schulden rein und fallen in Armut rein, weil ihre Ausgaben höher sind wie ihre Einnahmen. Ganz simpel, ja. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr folgende drei Punkte mal anschaut. Es gibt eine Übersicht hier, und zwar die Verpflichtungen, deine Bedürfnisse und deine Wünsche. Die Verpflichtungen, ich will jetzt einfach eine praktische Sache zeigen, sind deine sogenannten Fixkosten. Deine Bedürfnisse, also das, was du haben willst, sind deine variablen Kosten und deine Wünsche sind nicht zwingend notwendige Dinge. Ja? Jetzt wollen wir ganz praktisch hineingehen. Was bedeutet es, treu zu verwalten, gut zu verwalten? Was sind diese drei Bereiche? Die Fixkosten, also das erste, also deine Verpflichtungen, sind sowas wie Miete, Strom, Wasser, auch Telefon, Handyrechnung gehört dazu, Benzin fürs Auto, Essen, Trinken, Hygiene, Gesundheit, deine notwendige Kleidung. Das sind alles Dinge, die du halt brauchst, das sind deine Fixkosten, das, was notwendig ist. Die zweite Gruppe sind diese variablen Kosten. Das sind zum Beispiel gelegentliche Restaurantbesuche, Einkauf von teuren Lebensmitteln, nicht zwingend notwendige Kleidung, also Sachen, die nicht lebensnotwendig sind, zum Beispiel häufigere Friseurbesuche, Ausgaben, jetzt lachen Leute, ja genau, Ausgaben für Hobbys, einzelne notwendige elektronische Geräte, zum Beispiel Waschmaschinen oder neue angemessene und ein benötigtes Auto, das sind in diese Gruppe 2. Gruppe 3, der Wünsche, also nicht zwingend notwendig, sind Sachen, die nicht sein müssen. Wir nennen das auch Luxus.
Urlaub wollte ich gerade sagen, ja, Urlaub im 5-Sterne, Superhotel, genau, Luxuskreuzfahrten, ein niegelnagelneues Auto, teure Markenkleidung und so weiter. Ja? Das sind diese drei Gruppen. Wenn dein Leben in der Gruppe 3 die ganze Zeit drin sitzt, kann es sein, dass dein Leben umkippt, weil du zu viel Wünsche hast, die nicht dementsprechend, was deine Einnahmen sind. Also ganz simpel eigentlich. Ja? Und dahinter steckt ein Gedanke der Habgier und des Habenwollens. Da, auf diesen Punkten sitzt die ganze Werbung drauf und will dir noch mehr wegnehmen, will dir zeigen, dass dadurch kriegst du den Frieden und die Bedürfnisbefriedigung deines Lebens. Nein, die kriegst du nur durch Jesus Christus. Nur er kann es dir geben. Ganz praktisch, es ist ratsam, wenn du zu Beginn eines jeden Jahres eine Aufstellung machst mit deinen Einnahmen und deinen Ausgaben. Wie viel Einnahmen hast du? Wie viele Ausgaben werden wahrscheinlich kommen? Und dazu habt ihr jetzt in der Anlage 1 einen Anhang bekommen. Schaut mal bitte rein. Ein Anhang. Kannst du auch online abrufen dann auf der Homepage. Anhang 1a. Ja. Die Anhang 1. Und da könnt ihr einfach reinschreiben, was habe ich an Geld, was habe ich an Schmuck, was habe ich an was auch immer. Und dann, was habe ich für Schulden, also was habe ich für Kredite und so, was für offene Rechnung habe ich. Und dann siehst du schon, ob du mehr oder weniger hast, also ob du Plus oder Minus hast. Wenn du Minus hast, dann wird es hier gefährlich. Dann 1a ist die Liste, also bei euch auf der Seite 12, ist eine Liste aller Einnahmen. Da könnt ihr einfach mal alles reinschreiben. Bei der nächsten sind die fixen Ausgaben, dann gibt es die Ausgaben für Lebensmittel, Ausgaben für Auto, Ausgaben für Kleidung, für Arzt, Gesundheit, Ausgaben für Hobbys, Schule und so weiter und noch weitere Ausgaben, also alles, was du so findest. Ja? Danach, wenn du alles ausgefüllt hast, kommt die Summe von diesen ganzen Dingen auf diese Anhang 1b, wo du alle Einnahmen reinschreibst. Dann den Zehnten, wenn du da reinschreibst, abziehst, dann alle deine Kosten, also alle Ausgaben abziehst, Fixkosten, Lebensmittel, Kleidung, alles abziehst, dann weißt du, wie viel du in der Summe Einnahmen hast und wie viel du Ausgaben hast. Und dann weißt du, ob du ein Plus hast oder ein Minus hast. Warum ist dieses komische Ding notwendig? Es ist nervig, das zu machen. Störend. Unangenehm. Aber wenn du das machst, wirst du eine Übersicht haben, ob das bei dir nach unten geht oder nach oben geht. Dafür haben wir auch diese Kleingruppe dann, wie man dann lernt, gut damit umzugehen. Wenn Leute keinen Überblick haben, wie viel sie überhaupt einnehmen und dann keinen Überblick haben von dem, was sie noch ausgeben wollen, dann machen sie alles, was die Werbung sagt, was ihre Wünsche sagen, wie sie sich gerade fühlen und dann plötzlich werden die Ausgaben so hoch, dass sie die Einnahmen überschreiten und dann nennt man das Armut. Und wenn das dann eine Spirale ergibt, die ganze Zeit wirst du immer weniger und weniger und weniger und weniger haben. Von daher, das ist eine Liste, da fühlst du dich so wie ein Buchhalter, schreibst alles drauf, ja. Aber nachdem du das hast, kannst du dann sehen, bin ich im positiven Bereich oder im negativen Bereich. Ein guter Verwalter lebt nicht einfach in den Tag hinein, sondern er plant und durchdenkt seine Ausgaben mit einem Ratgeber. In dem Fall empfehle ich dir von Herzen, frage Gott spätestens, nachdem du die wichtigsten Bedürfnisse mit deiner Familie gestillt hast und so weiter, frag Gott, wo du dein Geld eben hineinlegen sollst. Ich möchte dich ermutigen darin, dass du diese Liste benutzt, um zu wissen, bin ich im positiven oder im negativen Bereich. Und dann, wenn du ein Problem hast da drin, dann nimm Ratgeber rein, die in dein Leben reinschauen dürfen. Und dir Fragen stellen, brauchst du das wirklich? Ist es notwendig oder nicht? Und da geht es nicht um dein Geld, da geht es um dein Herz dahinter dann. Die Herzenshaltung, da brauchst du gute geistliche Ratgeber da drin. Ganz konkret möchte ich dir ein sogenanntes Drei-Konten-Modell vorstellen. Eine praktische Hilfe, wie du gut umgehen kannst mit deinem Geld. Nachdem du also weißt, wie viel Einnahmen und wie viel Ausgaben du hast in deinem Leben, möchte ich dir dieses Drei-Konten-Modell vorstellen, das es einfach gibt. Ja, kannst du gerne benutzen, wenn du willst. Und zwar, ein Konto ist wie dein Girokonto für die alltäglichen Verpflichtungen, das, was ich vorhin gesagt habe, Gas, Strom, Wasser und so weiter. Dann ein sogenanntes Sparkonto, Punkt Nummer 2. Da kannst du etwas sparen für dich und deine Zukunft. Und dann ein sogenanntes Spaßkonto. Spaßkonto für Konsum und Vergnügen, für deine Hobbys, für Urlaub und so weiter. Ja? Das sind diese drei Konten.
Der Girokonto für deine alltäglichen Verpflichtungen, damit bezahlst du zum Beispiel deine monatlichen regelmäßigen Ausgaben wie Miete, Strom, Lebensmittel. Genau. Darauf laufen auch deine Einnahmen, also dein Gehalt oder deine Einnahmen halt drauf. Und von diesem befüllst du dann die anderen Konten. Oder du machst es einfach nur mit einem Konto und machst zu Hause einfach Briefumschläge. Also es gibt Familien, die haben einfach einen Briefumschlag, das heißt dann Sparen. Das nächste heißt Spaß. Oder die haben für irgendwelche Projekte haben sie einfach einen Briefumschlag. Nehmen das Bar raus, tun es dann dort rein und dann haben die es sozusagen weg vom Konto und haben an einem anderen Ort das verlegt. Wenn du das nicht machst, hast du immer auf deinem Girokonto ganz viel drauf. Irgendwie geht das immer alles weg und du hast nichts zum Sparen und auch nichts für deinen Urlaub. Ja? Und deswegen ist wichtig, dass du das planst vorher, mit Leuten durchsprichst und dann rausnimmst, entweder auf ein anderes Konto oder in deinen Umschlag hinein und sagst, ich möchte jetzt sparen oder ich möchte für meinen Urlaub oder irgendwas beiseite legen. Mach das bitte immer zu Beginn des Monats, nicht zum Ende, ja? Sonst bleibt dann oft nicht viel übrig. Genau. Und ich möchte dir auch empfehlen, dass du konkrete Ziele setzt. Also wie viel willst du spenden? Wie viel willst du sparen? Wie viel willst du deine Schulden zurückzahlen? Und welche größere Anschaffung hast du geplant in deinem Jahr? Zum Beispiel neue Möbel, neues Auto, was auch immer. Schreib das bitte auf, ganz genau. Als Hilfe dafür kannst du dir die Anhang 3 mal anschauen. Anhang 3, das ist das letzte da. Und zwar deine Ziele. Mach das bitte am Anfang des Jahres und schreib auf, Anhang 3, das ist also die letzte Seite, die ihr habt, wie viel möchte ich spenden in meinem Jahr? Wie viel möchte ich sparen in meinem Jahr? Welche Schulden möchte ich zurückzahlen? Welche Ausgaben kann ich vermeiden? Schreibst du rein. Und welche Ziele habe ich in meinem Leben? Und lass dieses Ding von irgendjemand sehen. Also zeigt es jemand und hinter diesem Ziel lauft auch hinterher, damit ihr nicht das Geld halt irgendwo hinkommt, sondern zielgerichtet genau an dem Ort, wo es auch ankommen soll. Genau. Was ist dieses Spaßkonto? Spaßkonto ist dazu da, damit du Spaß hast. Genau. Ja. Also Urlaub machen, persönliche Wünsche. Eine Mischung aus Wünsche und Bedürfnisse ist es. Zum Beispiel kannst du hier sparen für größere Urlaub oder für größere Anschaffungen. Manche haben auch ein Vierkontenmodell. Zum Beispiel machen sie das haben wir auch gehabt als Kinder damals, haben die Eltern gespart für den Führerschein der Kinder. Ja, einfach irgendwas angelegt, ein paar Euro immer wieder, damit das vierte Konto jetzt für die Kinder einen Führerschein oder irgendeine teure Reise, wo du dann sparst dahin. Und ich möchte dich ermutigen, dass du einfach deine Kontoauszüge anschaust und einfach die letzten 3 oder 4 Monate mal guckst, wo habe ich was hingeführt, was habe ich eigentlich gemacht in meinem Leben. Und dazu kannst du eben diese Anhang 1 eben benutzen. Und dann ist die große Frage immer, wie viel kann ich sparen und wie viel kann ich kann ich Spaß haben? Ich kann dir das nicht sagen, ist bei jedem anders, aber es gibt in der Wirtschaft gibt es eine Empfehlung und das sogenannte Modell der 50-30-20-Regel. Das bedeutet, dass 50% deines Einkommens sollen deine fixen Kosten, also deine alltäglichen Ausgaben, abdecken. 30% soll ein Spaßkonto sein, das bedeutet, du nimmst es dann hinein für Sachen, wo du dann sparst und 20% sparen. Das ist so dieses Drei-Konten-Modell mit dem Hinweis, wie viel was. Das ist natürlich nach jeder Lebenssituation immer anders, kann man es nicht verallgemeinern hier, aber das ist ein Hinweis, wo viele damit gut umgehen können. Das Drei-Konten-Modell kann dir dabei helfen, endlich Geld zu sparen, aber gleichzeitig auch das Leben zu genießen. Ein großer Vorteil ist diese Aufteilung in 3 verschiedene Konten, ist die Übersichtlichkeit oder in einzelne Briefumschläge, wo du das halt einfach sparst daran. Du kannst Konflikte bereits entschärfen, bevor sie erst aufkommen. Also in der Ehe kannst du Konflikte schon vermeiden, bevor sie eben erst hochkommen. Dann, Gott sagt, dass er uns versorgt in Matthäus Kapitel 6, Vers 31 bis Vers 33. Matthäus 6, 31, 33. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit.
und da wird dies euch alles hinzugefügt werden. Es geht hier nach dem, was Jesus sagt, dass es ein Trachten gibt, zuerst nach dem Reich Gottes, nicht um deine Kleidung oder was auch immer, oder was wir essen oder trinken. Es geht um das Reich Gottes. Und es geht bei unseren Finanzen immer um die Frage der Treue. Gehen wir treu um mit dem, was Gott uns gegeben hat? Letzte Bibelstelle, dann werden wir morgen weitermachen um 9:30. Lukas Kapitel 16, Vers 10. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei den kleinen Dingen unzuverlässig seid, so werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Waren oder die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Nochmal die zwei Schlüssel. Schlüssel Nummer 1 war das Empfangen, Schlüssel Nummer 2 war das Verwalten. Und Schlüssel Nummer 3, da wollen wir morgen einsteigen, ist dann das Geben. Die Frage des Geben, wie können wir eben geben? Und da wollen wir auch hineingehen in die Frage Finanzen in der Ehe, morgen früh. Und dann wollen wir tiefer gehen über die Frage der biblischen Verwalterschaft, also der treuen Verwalterschaft. Und ja, zusammenfassend wollen wir mal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Wir haben Kapitel 1 gemacht, wir haben das angesprochen mit Geld oder Segen. Ist das Geld ein Segen oder ein Fluch? Wir haben darüber gesprochen, über die gute Verwalterschaft, also biblischer Umgang mit Geld. Was ist gut, was ist guter Umgang? Ich habe euch heiße Tipps gegeben, wo ihr Geld investieren könnt. Genau. Nicht das, was die Welt sagt, sondern das, was das Wort Gottes sagt, das ist entscheidend. Und wenn wir gut mit unserem Geld umgehen wollen, hat das in erster Linie damit zu tun, zu verstehen, wir empfangen alles von Gott. Zweitens, wir verwalten alles nach seinen Maßstäben. Und drittens, wir geben das, was Gott will. Das sind die drei Schritte: empfangen, verwalten, geben. Und Schritt Nummer 3 wollen wir dann morgen zusammen anschauen. Lobpreisteam kann nach vorne und wir wollen noch ein Lied zusammen singen. Morgen 9.30 Uhr. Wieder gleicher Ort. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du hier das Zentrum bist. Und so wie wir heute gehört haben, Jesus, dir gehört alles, Jesus. Und wir danken dir, dass am Kreuz hast du gesagt, es ist vollbracht. Und ich bete jetzt, Jesus, dass wir treu umgehen mit unseren Finanzen, treuer Umgang mit Geld zeigen können, Jesus, weil du der treue Vater bist. Du hast uns so viel gegeben, du hast uns alles anvertraut, Jesus. Du hast uns Kraft gegeben, dass wir Finanzen erwirtschaften können, dass wir Dinge bekommen können, dass wir Dinge weitergeben dürfen. Und Jesus, wir haben heute schon gelernt, dass eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe. Und ich bete jetzt, Vater, dass Geldliebe rausgeschnitten wird in Jesu Namen. Lass mal kurz deine Augen zu. Und wenn du spürst, dass diese Geldliebe in dein Herz hineinkommen wollte, oder drin sitzt, leg mal kurz deine Hand auf dein Herz. Und Jesus, ich bete jetzt, dass diese Geldliebe rausgeschnitten wird in Jesu Namen. Aus diesen Herzen in Jesu Namen und wir sprechen hinein, dass wie ein himmlisches Messer jetzt diese Dinge rauskommen in Jesu Namen und dass jetzt neues Fleisch an das Herz reinkommt, dass wir verstehen, wir haben alles vom Himmel bekommen, wir wollen gut damit umgehen und wir wollen die wahren Reichtümer bekommen, Jesus, eines Tages im Himmel. Und deswegen wollen wir gut umgehen mit den Dingen, die du uns anvertraut hast. Und alle sagen,